Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch mal ein ganz anderes Video und zwar ein klassen Setup-Video für Black Ops 2. Ich wurde ja des Öfteren schon gefragt, ob ich nicht mal meine Klassen zeigen möchte. Und ich habe mir mal überlegt, heute mache ich das mal. Ich sage euch jetzt schon mal in vornherein, das sind Klassen für League Play, nicht für Public. Weil League Play lässt sich ja ganz anders spielen als Public. Und deswegen sollte man da auch verschiedene Klassen benutzen. Also ich tue es auf jeden Fall. Ich spiele Public zum Beispiel komplett anders, als wenn ich League Play spielen würde. Ja gut, ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Hier. Meine erste Klasse ist praktisch eine S&D-Klasse. Angefangen hier mit M8. Mit Red Dot und den Stock. Stock hat einfach nur den Vorteil, dass man, wenn man aimt, schneller läuft. Und das ist in S&D und beziehungsweise auf den ARs. Auf jeden Fall ein Riesenvorteil und mittlerweile kann ich gar nicht mehr ohne Stock spielen auf einer AR und meiner Meinung nach ist Stock auf jeden Fall Pflicht. Als Secondary habe ich die B23R dabei. Für den Nahkampf switche ich dann gerne mal auf die Pistole rüber. Und als Perks, Perks habe ich Leichtgewicht, Toughness, Dead Silence und Awareness. Wie gesagt, ist eine S&D-Klasse und da braucht man auf jeden Fall Ninja, weil wenn du mal die falschen Gegner bist, wirst du einfach weggesoundlamed und absolut keine Chance dann. Und Awareness ist einfach noch ein schöner Nebeneffekt, dann kann man die Gegner auch noch schön hören und bei S&D ist das auf jeden Fall ziemlich praktisch. Und die gute Sensor-Grenade habe ich noch dabei. Ich denke mal, erklärt sich von selber. In S&D auf jeden Fall ein Top-Teil. Ich benutze die Waffe auch gerne, wenn zum Beispiel Hardpoint oder CTF kommt. Allerdings ist es dort natürlich besser, wenn man als dritten Perk noch, ich zeige euch das kurz, statt Awareness, Tactical Mask oder Extreme Condition reinmacht. Oder Dexterity, das kommt halt immer so ein bisschen auf die Map an. Wenn ihr zum Beispiel eine Map habt, wo ihr viel klettern müsst, wie zum Beispiel Express, dann würde ich euch auf jeden Fall Dexterity und Tactical Mask empfehlen auf der AR. Das war's noch nicht schon mit meiner ersten Klasse. Fangen wir mit der zweiten weiter. Das ist die MSMC mit Quick Draw und Extended Mag. Ich habe lieber mehr Schüsse im Magazin, anstatt ich schneller nachlade. Deswegen habe ich auch Extended Mag statt Fast Mag drin. Und Quick Draw hat sich einfach so eingespielt bei mir. Ich brauche das, dass die Waffe schnell da ist, wenn ich ziele bei der MSMC und muss einfach dabei sein für mich. Als Secondary Pistol habe ich die B23 wieder dabei mit Extended Mag und als Perks habe ich wieder Leichtgewicht, Toughness, Maske und Extreme Conditioning, also Marathon sozusagen. Und ich sag mal, das braucht man bei der SMG auf jeden Fall, das sollte Pflicht sein, die beiden Perks. Ich sage mal, man kann ja noch Maske gegen Ninja tauschen, aber Extreme Conditioning sollte auf jeden Fall drin bleiben. Und wie ihr seht, habe ich auch gar keine Nades drin. Hat einfach den... Ja, man braucht gar keine Nades mehr. Also die Leute werfen so selten Nades. Beziehungsweise ich werfe gar keine Nades mehr. Da entweder die Leute ein Trophy-System haben, oder eben Maske oder Flag Jacket. Also eins von den dreien haben die immer, also sind Nades komplett überflüssig geworden in League Play. Deswegen werfe ich auch überhaupt gar keine mehr. Also Nades könnt ihr komplett weglassen. Ja, meine nächste Klasse ist wieder eine SMG, das ist diesmal die PDW. Diesmal habe ich Stock und Quick Draw darauf. Ich sag mal, Extended Mag ist da komplett überflüssig, da die ja 50 Schüsse hat. Kannst du ja sprayen ohne Ende. Deswegen habe ich einfach Stock beigemacht, weil man da einfach mit der PDW schön ein bisschen aimen kann und so besser um die Ecken kommt und dann einen kleinen Vorteil gegenüber dem Gegner hat. Als Secondary habe ich da wieder die B23 dabei. Wie ihr sehen könnt, habe ich diesmal eine EMP-Granate dabei. Das hat den Sinn, dass wenn die Leute eine Sentry Gun haben oder sonst irgendeine Scheiße, dass man die halt einfach EMPen kann und dann ist das auch weg. Und ich finde, eine Klasse mit einer EMP-Grenade braucht man auf jeden Fall, damit man nicht in irgendeine scheiß Situation kommt und man die Sentry Gun auch eliminieren kann.
Ja, als nächstes habe ich, sage ich mal, eine Experimentierklasse. Da habe ich momentan die MP7 drin mit Long Barrel und Grip. Also Griff. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Manchmal ist die Waffe ganz cool. Und manchmal ist sie einfach absolut scheiße. Also ich denke mal, das ist einfach hausabhängig. MP7, na, ich weiß nicht. Also ich, wie gesagt, das ist meine Experimentierklasse. ja, das switche ich einfach mal immer so durch, worauf ich immer Bock habe oder was gerade für eine Map ist. Ich mache gerne mal die Scorpion rein. Wenn zum Beispiel Hijacked ist, mache ich die Scorpion auf jeden Fall rein, da lohnt es sich. Oder ich hau mir die Vector rein. Ja, oder ich mache irgendeine MSMC-Klasse noch mit irgendwelchen dummen Aufsätzen. Wie zum Beispiel Laser und Stock. Obwohl das eigentlich schwachsinnig ist. Laser und Long Barrel zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel auch eine Klasse, die ich auch gerne spiele. Aber ich sag mal, eine Klasse lasse ich immer so zum Experimentieren, worauf ich so Bock habe. Vielleicht auch mal eine Sniper oder sonst irgendwas. Und zu guter Letzt habe ich noch eine AR-Klasse. Eine Klasse, wenn ich zum Beispiel AR spielen will bei Hardpoint oder CTF. Und da habe ich halt die AN94 drinne mit drei Aufsätzen. Mit Quickdraw, Stock und Griff. Ich sag mal, Quickdraw kann man weglassen. Ich hab's aber lieber drinne bei der AN, ich komme damit irgendwie besser klar. Stock ist Pflicht, meiner Meinung nach. Muss einfach rein. Und Griff, ich weiß nicht. Also ich habe manchmal irgendwie Probleme, wenn ich keinen Griff drin habe, dass die einfach zu sehr Recoil hat und dann veraim ich manchmal. Deswegen habe ich lieber Griff drin und komme damit einfach besser klar. Für mich angenehmer. Also das muss man eigentlich selbst entscheiden, wie man besser klarkommt. Aber ich sage lieber Griff. Ja, und da auch wieder die Piste. Als Perks habe ich da Leichtgewicht, Toughness und Extreme Conditioning. Da kann man noch beim dritten Perk, kann man da halt ein bisschen tauschen zwischen... Also wenn man eher ruhiger ist, dann würde ich da eher anstatt in Swing Condition die Maske reintun oder Dexterity. Aber wenn man mehr am Rumlaufen ist, auf jeden Fall Marathon rein. Und da habe ich ein Trophy System drin. Hat den Sinn, dass wenn man ein Hill ist, kann man den viel besser verteidigen, wenn man einfach mal ein Trophy System irgendwo hinpflanzt. Deswegen habe ich zum Beispiel auch keine Maske drin, dafür habe ich das Trophy System drin. Ne? Weil ich kann ja jetzt nicht noch... nochmal zwei zusätzlich Perks bei Perk 3 nehmen. Da fehlt mir einfach die Slots. Weil ich ja schon drei Aufsätze gemacht habe. Ja, deswegen habe ich da Trophy System genommen und Ninja. Ach, Ninja, ich meine Marathon. Ja, das war's von meinen Klassen. Gehen wir noch kurz mal auf meine Score Streaks. Die da wären die Hellstorm Missile, Lightning Strike und den Stealth Chopper. Das sind meine Score-Streaks, wenn Hardpoint oder CTF kommt. Aber wenn zum Beispiel SND kommt, dann würde ich auf jeden Fall den Stealth-Shopper rausnehmen und das RC-Car reintun. Das ist auf jeden Fall besser, da man ja bei SND eher selten mal auf den Stealth-Shopper kommt oder sonst was. Deswegen würde ich da lieber das Auto, die Hearthstorm und Lightning empfehlen. Wäre auf jeden Fall eine optimale Kombi für SND. Ja. Wenn zum Beispiel Hardpoint oder CTF kommt, tue ich auch gerne mal einen Lightning Strike mit der Sentry Gun tauschen, weil auf ein paar Maps lohnt es sich einfach mehr eine Sentry Gun zu nehmen als die Hellstorm oder ein Lightning. Ja. Aber so, diese Reihenfolge habe ich eigentlich immer drin. Die kriegt man eigentlich auch immer in jeder Runde, also warum nicht, ne? Ja gut, ich denke mal, das war's dann soweit. Die neue Season hat hier begonnen bei League Play und ich werde mal wieder ein bisschen gucken, dass ich auf einen einigermaßen anständigen Master rankomme. Ich werde diesmal wieder Top 10 anstreben und auf jeden Fall auch mal so ein bisschen Live-Gameplay von League Play hochladen, wenn ihr daran Interesse habt. Und auf jeden Fall danke ich fürs Zusehen und haut rein. CAP Triple R, der Boss, verabschiedet sich.